Hallihallo und herzlich willkommen bei TripX Gaming. Heute mal wieder mit einem Case Opening. Das zweite Case Opening in Folge. Und zwar seht ihr hier schon den Chroma Case Key. Ich habe mir eingekauft. Dieser scheiß Schlüssel kostet 3 Euro zurzeit. Als er rauskam, 30 Euro. Das müsst ihr euch mal geben für so einen scheiß Schlüssel. Wo ihr dann Low Skins rausbekommt, wo vielleicht 20 Cent wert sind oder so. Und ja, was auch noch krass ist, das will ich euch zeigen. Das ist richtig behindert, finde ich jetzt gerade. Ihr geht auf die Schlüssel und ihr seht, jeder Schlüssel kostet 2,15 Euro. Ich könnte ja verstehen, gerade noch so, wenn der neue Schlüssel vielleicht 2,15 kostet. Aber nein, jeder Schlüssel kostet 15 Cent mehr. Das geht doch nicht, oder? Das ist doch scheiße. Naja, trotzdem habe ich mir... Ich habe mir diese scheiß Phoenix-Kisten gekauft, weil ich gedacht habe, die Schlüssel kosten noch 2 Euro. Ganz normal. Aber nein, die kosten ja gleich 15 Cent mehr. Oh Gott. Wenn wir jetzt nichts Gescheites sehen, dann ist vorbei. Also, wer es immer noch nicht checkt, was Case-Openings sind, ihr nehmt einen Schlüssel, sucht euch eine Kiste aus. Seht hier die blauen Skins, nicht selten die lila Skins, gehen so. Pink Items schon besser und die roten, selten Messer, selten Stellen. Warum ich mir jetzt lauter Phoenix-Kisten gekauft habe, ist deshalb, weil wenn ich mir Huntsman kaufe, was ich finde, Huntsman und Phoenix sind die besten Kisten. Beim Huntsman, wenn man ein Messer zieht, dann zieht man halt ein Huntsman-Knife und es hat keinen neuen Skin. Ihr habt's gesehen? Hier die neuen Messerskins und hier seht ihr auch mal die ganzen Waffen, wo in der neuen sind. Also eine AWP oder eine Galil wäre nicht schlecht. Ah naja, wir hoffen, oder die natürlich, in FN, Statrack, naja, wäre nicht schlecht. Und ja, schauen wir mal, da seht ihr es, in Ultraviolett. Doppler Tiger Tooth, das sieht natürlich richtig nice aus. Neue Fade und aus Damaskus Steel und Rost. Ah, das sieht scheiße aus. Also, öffnen wir mal die erste Kiste. Ich hoffe, was Gutes kommt raus. Asimov oder Messer oder eine AK Redline, die sieht auch nicht schlecht aus. Naja, da zischen die lila Items vorbei. Und wir bekommen einen Negev, sehr geil. Wunderschöne Tarnung. Nicht. Boah, richtig geil. Zack, zack. Ich öffne die jetzt einfach so. Da war eine Aug, aber die ist nicht viel wert. Und eine Sandstorm. Geil. Du. Kennt ihr bestimmt alles, die da? Sandstorm. Beste. Ich will eine AK oder eine AWP. Oder ein Messer. Boah, stellt euch vor, wir ziehen so ein scheiß Messer mit so einer neuen Tarnung, Alter. Das wäre... Boah. Eine Mac-10 Heat. Nicht schlecht. Wenigstens mal lila. Sieht auch nicht so scheiße aus eigentlich, aber trotzdem. Komm schon. Eine neue Messertarnung wäre es doch. Oh, Statrack. Die wäre schon ein bisschen was gewesen wahrscheinlich. Aber nein, wir kriegen eine UMP. Heute sind wir nicht so lucky, glaube ich. Jetzt öffnen wir die zweitletzte Phoenix-Kiste. Oh Gott, bitte. Komm schon, hau was raus, Gabe. Wäre wieder eine Mac-10-Heat gewesen. Naja. Hässliche Heaven Guard. Ich glaube, wir öffnen jetzt den Chroma Case, oder? Aber wir nehmen die Kiste durch. Chroma Case. Ihr seht die neuen Tarnungen, wenn sie laden. Die AWP, sehr schöne Waffe. Auch die M4. Oh, Gabe, gib mir was. Oh, habt ihr es gesehen? Da war der Red Skin. Oh, und wir kriegen nur so eine hässliche Waffe, Mann. Ihr seht, 5 Euro in den Mülleimer geworfen. Weiß nicht mal, wie viel die wert ist. Wahrscheinlich 20 Cent oder so. Minimal Wear. Naja. Wahrscheinlich gar nichts wert. Naja. Letzte Phoenix. Und was ziehen wir?
eine Tech9 Sandstorm. Nein, dieses Mal nicht so glücklich gewesen. Naja, das kann man immer noch wegtraden. Und ihr seht, ich habe noch ein paar Kisten. Und die habe ich donated bekommen. Also hat mir jemand getradet. Fand ich sehr nett von den Jungs. Und ja, könnt ihr auch gerne machen. Ich post mal den Trading-Link unten in die Beschreibung, wenn ihr mir was traden wollt. Falls ihr unnötige Skins habt oder so, könnt ihr mir alles traden. Bin ich für alles dankbar, weil dann kann ich hier contracten und bessere Waffen ziehen. Und dann seht ihr auch schönere Waffen in-game. Und naja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer TripX Bosslike.